Renegades als CT, Vici Gaming als T. Und Vici hat sich gar nicht schlecht verkauft vorhin gegen Astralis auf Inferno. Von daher bin ich gespannt, was sie hier gegen die Renegades schaffen können. Die sind in meinen Augen trotzdem Favorit. Renegades ganz klar. Hellraisers haben sie nicht schlagen können. Aber ich denke, dass in Vici Gaming und Factor 3 eigentlich besiegen sollten. So, Haus eingenommen. Schon mit einer übelsten High Sense. Meine Güte. Er ist ordentlich am Rumzittern. Und die Mittekontrolle hat man jetzt. Und dann will man wohl Richtung A. Man hat keine Nades mehr. Hier mal Rüstung. Und geht jetzt auf Feuerpower. Lang durch. Freeman mit dem Matchup gegen Dreadless Reaction. Dreadless Reaction. So, Showcase. Okay. Hier Speedway. Freeman findet J-Cam beim Verschieben. Und dann hat man hier den 5-Mann-Baselit. Wir kommen jetzt Richtung JKS. Nein, nur einer. Nur Aumann biegt hier ab mit dem Jump. Stellt er die ersten Schüsse raus, aber JKS kontrolliert seine Schüsse und holt den Check. 4 gegen 3 Überzahl. Trotzdem Freeman mit dem nächsten. Freeman ist einfach nur einer der besseren Spieler von Vici. Jace holt auch noch einen. JKS kann endlich traden. Shocking mit dem Headshot. Also Vici auch hier T-Seite erfolgreich die Pistole gewonnen und setzen Renegades schon mal ein bisschen unter Druck. Wie gesagt, Inferno, der Map-Pick von Vici. Also erstmal kein Drama, falls Renegade die verlieren sollte. Aber ich denke, man möchte bei den Australiern eigentlich schon gerne mit einem 2-0 in den Feierabend, um dann in die Analyse für die nächsten Matches morgen zu gehen. Deswegen muss Vici gucken, dass sie hier weiter Runden grinden, weiter erfolgreich sind und wenigstens Inferno mitnehmen, um hier vielleicht selber das 2-0 wahrzumachen oder sich mindestens eine dritte Map, was dann Train wäre, zu erspielen. Renegades hat Mirage gepickt. Mirage und Inferno, beides heute schon gesehen. Train noch nicht, also würde ich mich freuen über eine dritte Map. Renegades tatsächlich mal wieder im Force Buy. Nur Gratisfaction hat sich da ein bisschen Geld übrig gelassen. Alle anderen haben runtergekauft. Nutzen jetzt hier Utility, um hier den Go zu verhindern. Dann kommt die Popflash, aber nicht gut genug. Choking. Nicht blind. Und den Frank. Ohne HP zu verlieren. Na gut, 21 hat er verloren. In Mitte geht's jetzt los. Jacob. Hier die Steps callen, die Schüsse, Prefire kommt rein, aber es soll wohl Richtung B gehen. Renegades ist auf den Gamble gegangen, jetzt nach A zu verschieben, aber jetzt, wo ich das ausspreche, soll es wohl tatsächlich Richtung A losgehen. Man hat kaum noch Nades bei Vici, man geht jetzt hier ohne Nades einfach Richtung Spot. Hier kommt rum, holt erst Snow, man kann traden. Jake Kim, auch mal nochmal zwei Tracks. Nochmal hin und her. Great Action muss jetzt hier einen machen, aber bekommt keinen einzigen und damit ist es Jake Kim 1 gegen 3. Hat hier eine AK? Die Bombe liegt vor ihm. Da könnte die Runde entscheiden. Holt hier den Doppel, auch mal mit dem Teamkill. Und jetzt ist Jake Kim one-on-one. Jemand kommt laut von hinten. Warum dreht sich Jake Kim da nicht rum? Oh, da war es wahrscheinlich laut im Teamspeak. Und er hat nichts gehört. Und deswegen dreht er sich nicht rechtzeitig rum. Starker Versuch von Renegades, starker Klatschversuch von Jacob. Nutzt die Waffe, nutzt seine Position perfekt aus, aber dann kommt Freeman angepfeffert und haut ihn weg. 2-0 für Vici Gaming. Renegades müssen in den Full Eco. Jacob, TZ, ACR mit einer Flash. Dann geht es zur 5. nach B. Bei SMGs bei Vici Gaming, man weiß, der Gegner ist versucht jetzt hier das rauszuholen. Die Nate, was macht die denn für Schaden? Jetzt kommt Advent hier rum, bekommt nur zwei. Prima ist aber bereit. 2-1-2, Low AP. Dritten kriegt er nicht mehr, ja. Zwei Kills für das Investment ist super für Renegades. Auch wenn Vici jetzt 3-0 in Führung geht. Guckt euch das Geld der T's an, das ist hier nicht komplett an Eskalieren. Da fehlt hier und dort ein bisschen was. Und ansonsten kann man jetzt gegen die erste Waffenrunde versuchen, die nächste Runde zu holen. Splittet sich wieder auf. Satisfaction. Der HWP einfach mal runtergemollert, um zu verhindern, dass er schnell was mit hochgeht. Aber es geht schnell die kleine mit hoch. Ist jetzt hier schon relativ close. Shocking als Entry-Fracker. Guckt hier in jeden Winkel.
Nehmt da ab. Jetzt rumgesprungen, guckt hier hin. Nee, Mann, so etwas wäre eine Riesensense. Richtig und falsch, aber Renegades. Endlich mal mit drei Frags. Mit nur einem Frag. Und Jacob mit dem vierten. Das sieht doch so aus, als Renegades hier zum ersten Runterfall kommt. Jawohl, da ist die erste CT-Runde. Und wie gesagt, die Economy knapp bei Vici. Man könnte überlegen, ob man jetzt rein Force. Drei gute Waffen hätte man. Ja, vielleicht auch nur zwei. Ich glaube, eine Eco würde Sinn machen. Und da könnte man versuchen, irgendwo zu legen. Und dann schauen, was man macht. Hat tatsächlich reingeforst, zwei Hackers, okay, seine P250. JKM aggressiv, Banane rein, Doppel-Headshot! Wird getradet. JKS noch mit Molo-Kill, also JKM mit 2,5 Kills, unglaublich viel Schaden gemacht. Einfach mal ballsy reingesprüht, komplett blind durch und smoked euch alles durch. Aber erfolgreich. Und damit Vici Gaming nur noch im 2 gegen 4. UMP und AK versuchen noch irgendwie Schaden zu machen. Die Economy natürlich auch sehr stark beschädigt. Müssen sich erstmal ein bisschen Puffer aufbauen. Und jeden Kill, den man jetzt noch zieht, verhindert, dass Renegades hier ordentlich Geld aufs Konto bekommt. So, oh man, findet da irgendwo was. Alle stehen relativ defensiv. Lias mit der AK natürlich. Er guckt gerade weg, das bitte. Er guckt 20 Sekunden oben rein, guckt eine Sekunde nach unten und oh man, zieht rum. Jetzt die Möglichkeit, wenn man Credit Faction umrennen kann, hätte man hier Plänzen gehabt. Oh, da nur zwei. Schöner Pixel-Shot dagegen, oh Mann. Und da ist ja die zweite Runde für die Renegades. Vici ist Force Buy, geht nach hinten los, lassen sich eine Banane auseinandernehmen und müssen jetzt in die Eco. Hier nochmal das Highlight, auch ohne Ton, wunderschön anzusehen. Richtig am Feuer mit der AWP. Okay. Easy, aber noch mit einem Doppeltap. Da wird die Eco hier nichts zu machen. Und damit noch ein und der Triple Kill von ACR ist da 3 zu 3. Man kann gleich ausgleichen mal Renegades. Jetzt aber der nächste bei von Vici Gaming. Mal sehen, ob die Chinesen hier noch ein bisschen mehr Feuerpower eingepackt haben. Acht Punkte konnte man gegen Astralis holen. Das Ziel ist natürlich jetzt die Map zu gewinnen. Oder zumindest es knapp zu machen gegen die Renegades. Aber natürlich Renegades ein jahrelang eingespieltes Team. Auch wenn Grace Faction und Lias hier etwas neuer sind. ACR, JKM und JKS schon fast blind aufeinander eingespielt. Man fordert doch ab, holt ihr den Doppel, ACR mit dem Trade. Aber gegen Shoking und man kann jetzt die Richtung A durch Smoke Richtung Short. ACR bleibt einfach aggressiv stehen, hat gar keine Angst, dass hinter ihm einer rauskommt. Jetzt kannst du da auch schon wieder zuschlagen. Case ist aber vorher da mit der AWP. Holt er hier den Frag und damit ist der A-Spot angreifbar. 2 gegen 4. JKM hat überlegt, ob er da noch einen Trade holt, ob er da noch einen holen kann. Aber da ihm eine AWP abaimt, sollte er das wegbringen. Zwei Waffen safe, dann kann man nächste Runde nochmal gut kaufen. Und Vici zeigt, dass sie sich hier nicht geschlagen geben, zeigt, dass sie noch auch mit Waffen angreifen können. Wichtiger Doppel von Aumann da im Haus. Bomber geht gleich hoch. Es wird nicht gehandelt. Vici weiß, wie fragil die eigene Economy ist. Zieht sich einfach zurück Richtung kleine Mitte, Richtung T-Apps. Und dann darf Renegade also die zwei Waffen behalten und nächste Runde nochmal in die Vollen gehen.
wieder der Vorsprung für Vichy. Und der Gates konnte ausgleichen, kann aber nicht selber in Führung gehen. Die Chinesen jetzt am Drücker mit der Möglichkeit, René Gates zurückzusetzen. Wir sehen an der Economy, wenn wir 1-9 dazu bekommen, keine Waffe safen, dann wird's eng mit dabei. Könnte man reinforcen mit 3 Rifles, aber mit dem dabei wäre es auf jeden Fall nicht. Wieder schnell Richtung Mitte für Vichy. Ist natürlich abgesmoked, deswegen hat man nichts zu machen. Choking mit dem Aimlock Richtung B-Spieler. JK. Ja, gut, das Faction ist alleine bei B abgestellt. Hier dann auf Info und A wird gedeckt. Es scheint auch sehr gut zu sein, denn Vichy ist drauf und dran, wieder mal Richtung A aufzubauen. Mitte-Kontrolle haben sie schon. Wird auch gerne hergeschenkt bei Renegades. Jetzt geht es in Flashes rum Richtung Library. Die Nate macht massiv Schaden. Fast 100. Und dann zieht man sich wieder zurück. Tja, wenn man jetzt extra durch den J-Camp geht, jetzt da hinterher. Was ein Timing an den freien Runden. Der freie Runter. Case da mit dem Trade. Und die Unterzahl für Vichy Gaming ist da. Ja, genau da steht Leas. Okay, jetzt versucht er auch eine Frage gut zu machen. Aber kriegt die letzte Stelle von JKS. Der muss getradet werden. Jawohl, einmal mit dem Frag. Freeman kommt über Short, sucht den Spieler im Pit. Aber ACA ist auch noch unbekannt. Und dann setzen sie gut im Crossfeuer. Gibt, glaube ich, nichts Besseres als den Inferno A zu decken, als einer Pit, einer Spot. Das Highlight Jackem. Schönes Prey Control. Nach dem zweiten Kill hätte er da definitiv weggehen müssen, können, sollen, dürfen, um da nicht getradet zu werden, aber im Endeffekt hat er genug Schaden gemacht, um die Runde in eine gewisse Richtung zu schießen. Jetzt ist der Ausgleich wieder da. Vichy forst nochmal rein, 2 AKs, CZP 250 Minuten. Da brennt schon wieder auf 36. Diesmal möchte man mal die Banane einnehmen. Freeman mit Advent. Der Molotov löscht, da geht's durch, aber der Molotov ist noch halb geleitet. Splitter, JKS holt hier einen Smoke-Kill nach dem anderen. Keine Chance für Vichy die Banane einzunehmen. Nächste Smoke kommt raus. Choking nochmal durchgegangen. Nochmal die Ecke. Nächste Support-Flash. Choking kann endlich JKS-Killings rebeenden. Mauer, schönes Free Fire gegen JK. Haut ihn da weg. Der Faction kommt ein bisschen zu spät. Molot jetzt diesen Go ab. Ja, verschiebt er jetzt immer, das ist die Frage. Wenn man jetzt das Faction rausnehmen kann, verschieben wahrscheinlich beide von A, das sie jetzt schon machen. Die Frage, was der Bombenträger machen kann. Aumann auf A, noch unbekannt. Einer durchgezogen, einer verschiebt es nach hinten. Und dann kann man zu zweit Nasbot angreifen. Schöner Go von Vichy. Der klappt aber auch nur so gut, wenn man den Frag auf B findet. Jetzt hat man 3 gegen 2 Überzahl und den Australiern wird so langsam bewusst, oh Mist, die sind hier irgendwie gar nicht mehr. Wir müssen dann gleich gucken, ob sie in den Retake gehen. 3 gegen 2 Retake Richtung B ist eigentlich schon fast Wahnsinn, das zu versuchen. Deswegen sieht man jetzt auch, wie sie beide Richtung B gehen. Also, Vichy geht erneut in Führung. Renegades mit 2 gesaveten Waffen. JKS kann meine Trocken, der Fetchen kann selber kaufen. Man könnte natürlich eine AWP legen, dann kann Curtis Faction eine droppen. Ja, also man hat auf jeden Fall eine Bay nächste Runde. Wenn man die 2 Waffen jetzt nicht noch unbedingt wegjagt. Ich meine, Oman hat eh nur eine CZ mit Rüstung, also auf geht's. Man sollte eigentlich keinen dafür verlieren. Wie Choking da rumzuckt, ist so krank. Es ist so krank. Er spielt mit 1 Million Cent. Wahnsinn. Aber so ist das halt bei manchen, die gewöhnen sich das so an, so zu spielen. Und wenn man damit klarkommt, wenn man dann immer mit dem Fadenkreuz auf dem Kopf stehen bleibt, dann ist es doch okay.
jeder muss seine Sens immer für sich finden. Jeder darf sich nicht an anderen orientieren, sondern selber ausprobieren. Auch wenn es am Anfang unangenehm ist, ruhig mal was Neues probieren, ruhig mal testen, ob was besser funktioniert nach ein paar Tagen. Aber es ist halt immer nervig, was zu ändern, weil man es dann einfach nicht mehr gewohnt ist. Ja, ich feiere das gerade richtig, wie er da rumzuckt. Wie er mit einer Millimeterbewegung auf dem Mauspad fast eine halbe Drehung macht. Jetzt geht sie wieder in die Mitte. Da steht wieder mal keiner von Renegades bereit, um irgendwas zu machen. Aber lange steht man zu zweit, um die Gold zu wenden. Dann geht es jetzt zu zweit durch den Molotow. Jacob bereit. Jacob ist mit einem. Nochmal die Show. Aber Jacob wird abgame. Choking. Da kommt die High Sense zugute. Da hat er den Frag gegen Jacob. Geht hier weiter vor, ist in der Smoke, schleicht durch den CD durch. Smart Move. Hebt aber eine Smoke stehen und wird dann gesehen. Hat er da durchschleichen können? Aber er wollte ihn natürlich überraschen aus der Smoke raus. Hier nicht erfolgreich. 3 gegen 4 Unterzahl, Vici mit 40 Sekunden. Baut sich wohl nochmal Richtung B auf. Great Faction steht sowas von bereit mit der AWP. Hat die Info, dass da vielleicht jemand zählt. Zieht einmal Banane, holt den Frag. 27 Sekunden. Ah, Granite Faction ist einfach on point. Der hat sich warm geschossen heute. Major. Oh man, lässt die AWP liegen. Richtung B, Smoke hat er gefunden. Dann haben wir Tipps, ob es nochmal blenden. Ja, da wartet er, ob jemand durch die Smoke kommt. Das ist bitter. Da bin ich nicht so zufrieden mit. Klar, er will lieber die Runde machen als noch irgendwie 800 Bonus-Dollar. Aber jetzt haben sie beides nicht. Die 800 Bonusdollar wären echt wichtig gewesen. Gut, kaufen hätte man eh nicht können, aber immer besser, mehr Geld zu haben. Fünf zu 5. Renegades mal wieder ausgeglichen. Es geht hier hin und her mit den Runden. CTT, CTT, CTT. Also 3-0 geführt. 3-3. 4-3, 4-4 und 4-5-5. Mal gucken, wenn ich jetzt endlich mal in Führung gehen kann gegen die Eco, sollte das definitiv machbar sein. Na ja, ist Faction, kriegt schon mal ein bisschen Schaden runter auf 61. Easy, ja. Jetzt sieht lieber Spot zurück. Also, Renegade Setup ist extrem defensiv. Nicht in der Mitte fighten. Nicht irgendwie früh Frags verlieren, sondern den Gegner zwingen, auf den Spot zu exekuten und dann Zange einzusetzen. Man hat natürlich mit Greatest Faction einen mega AWP-Spieler in der Banane. Das gibt allen anderen die Freiheit auf A zu sein, während er alleine B deckt. Man hat eine Smoke, eine Flash, man könnte gucken, ob man Advent jetzt irgendwie, also Advent könnte gucken, ob er Greatest Faction rausflashen oder smoken kann. Da kommt die Flash. Greatest Faction muss zurück. Nächster Winkel. Anflex setzt im Schädel von Choking. Geht komplett zurück. Popflash raus. Dreht sich rum. Hat den neuen Winkel. Ah, der lässt sich auch die Zeit, die er braucht für den Headshot. Jake und Lias kommen auch hin zur Hilfe. Räumen da auf und deswegen kein einziger Kill für Vici Gaming in der Eco. Und da ist sie, die erste Führung für die Renegades. 6 zu 5. Ja, da kommt wieder diese Counter-Smoke, die ist super von den Renegades. Die können immer aggressiv stehen bleiben, Freeman sieht aber die Waffenspitze, kann den Headshot setzen. Weiß, dass Jake immer noch da ist, der kann auch noch verschieben, holt einen Nate raus. Drake gegen Advent ist da. Gegen 4. Immer eigentlich besser für die T's. Das müssen sie jetzt aufteilen. 2-2. Haben ihren AWP-Spieler verloren, die letzten Runden immer wichtige Frags geholt hat. Jetzt gucken, wie sie die Chinesen hier aufhalten, an die nächste T-Runde zu kommen. So, Mitte wird Stress gemacht. Freeman aimt da schon ab. Ah, Jake überlegt, ob er aggressiv smoked oder doch defensiv. Wartet auf den ersten Info, wartet auf den Peak.
bin hier normal gefaked, Smoke raus, Nate raus. Aber wenn ihr geht's, die verstehen das halt. Die merken das, dass das nur ein Fake ist. Und deswegen verschieben sie wieder drei Mann rüber nach A. ACA mit dem Opening lässt sich durchschauen, das kam auch mal raus. Ja, perfekt, Konter gekriegt, meine Gates. Das ist zu einfach, was Ichi hier spielt. Das lässt sich lesen. Und am Ende ist es Freeman im 1 gegen 4, 10 Sekunden. Keine Chance mehr, die Bombe noch zu legen. Bringt die AWP noch weg. Jawohl, JKS verschießt. Ah, den handeln sie jetzt. Der, da gehen sie dahinter. Null Sekunden. Der Frack ist, glaube ich, nach der Zeit passiert. Wo ist Freeman? Ja, kein Geld. Kein Geld. Da kommt doch vom Observer nochmal der Hinweis. Die Runde wurde durch Zeitgewinn gewonnen. Und deswegen kein Geld. Timeout, Vici Gaming. Da kommen nochmal die Advanced Stats raus. Also, schöne Production Value. Immer wenn man nicht selber auf den GoTV kann, freue ich mich, wenn es einen wachen Observer gibt, der uns hier die Infos gibt, die wir haben wollen. Und dann kann man auch diese kurzen taktischen Timeouts überbrücken. Vici Gaming lässt sich hier immer wieder zurücksetzen, nachdem sie eine Runde gewinnen. Jetzt hat Renegades endlich mal 3 an Stück gewonnen. Und wir gucken, ihren Vorsprung weiter auszubauen. Eco, Vici Gaming. Freeman bringt die Eco natürlich nicht wirklich was, hat nächste Runde eh kein Geld, deswegen holt ihr auch noch die TZ. Die 500 Dollar mehr hätten nächste Runde nichts gebracht. Hotflash ist bereit. Wieder gegen die Banane fighten. Man weiß, der Gegner hat maximal einen Force bei. Baut sich wieder einer B, ja, auf. Ja, beim ersten Kontakt defensiv. Jake und da mit der Jacke sich mit der Peak bereut, ist dann aber noch zwei getradet. JKS bekommt auch nochmal ins Gesicht. Und damit ist es nur noch Choking. 1 gegen 3, schon mal schön Schaden gemacht bis hierhin. Dritter Frack wäre super. Hat jetzt auch eine M4 gefunden, aber Aim Punch ist natürlich am Starten mit der M4 ohne Rüstung. Oder hat er ihn gespottet, er weiß, wo er steht. Aber diese Jiggles von ACA, die sind brutal. Da kommt diese Pop Flash, die ist natürlich noch brutaler. ACA zieht damit rum. Triple Kill. Der ACA 8 zu 5. Renegades übernimmt jetzt hier die Favoritenrolle. 3 Punkte Vorsprung auf der CT-Seite, hört sich schon mal gar nicht so schlecht an. Vici braucht jetzt nochmal 1-2 Runden, um sich wohlzufühlen. Es ist ihr Map-Pick, den sollten sie dominieren. 3 AKs AWP, Freeman holt eine UMP. Und dann versucht man es erneut. Jetzt fetch mal wieder Banane AWP. Wie soll das anders sein? Das muss Vici Gaming halt kontern. Die müssten den da irgendwie aus der Posi rausbekommen. Die dürfen ihn nicht Runde für Runde den Raum geben, das da alleine zu decken. Und dann immer wieder in die 4 Mann bei A reinzulaufen. Das ist halt zu simpel. Nochmal ein tiefes Smoke bei 1.18. Shot, Greatest Faction denkt sich, ja, mache ich auch mal. Aber beide nicht erfolgreich. Choking jetzt schon auf 44 AP, ohne dass er einen Gegner gesehen hat. Hat jetzt hier wieder die Mitte-Kontrolle mit seinen Teammates. Jacob ist gerade so der Dorn im Auge im Gegner. Ziehen 13 zu 8 Stats. Der hat von lang immer wieder die perfekten Timings Richtung Mitte rumzuziehen und die Fracks zu ziehen. Oh, Vici wieder mit dem A-Aufbau. Diesmal soll es wohl durchs Haus gehen. Da geht's einfach mit dem Flash rum, wie er so, da 0-2. Da stehen halt immer noch 2 unbekannt am Spot und Graveyard, das ist viel zu simpel. Vici wird hier einfach nicht zerstört. Hier wollte da sogar noch Messern gehen, also Renegades fühlt sich jetzt wohl, ist sich siegessicher und sieht genauso jetzt in die letzte Runde mit Confidence rein. Vici Gaming muss nochmal kaufen. Letzte Runde, Leute. Wieder dreimal Banane am Anfang der Runde, die Counter-Nates kommen rein.
Schaden an Edwin. Jacob steht wieder mit seinem Auge. Das ist immer wieder dasselbe, Runde für Runde. Renegades macht nichts Besonderes, aber solange es funktioniert, wozu was umzählen? Jetzt wird der Effekt aber endlich mal umgerannt. Edwin da! Muss getradet werden, aber schafft Jacob einfach nicht. Der Nate kann etwas einfacher ausweichen. Jetzt geht man wieder Richtung Mitte. Jacob ja diesmal nicht in der Mitte parat, aber Lias. Und Jake ist verschoben. ACR ist es. Es ist ACR. Holt den Doppel. Und jetzt endlich von Aumann und Aumann mit einem Doppel. Macht die Runde nochmal möglich. 2 gegen 2. Bombe kann gelegt werden. Beide Spieler müssen von B rotieren. Dieses Crosshair-Placement mit dieser Hyacinth, das ist einfach nur herrlich anzusehen. Dann seht ihr den Klick. Also er hat komplette Kontrolle über seine Maus mit der Sense. Ja, rum, holt den dritten Runde. Starke Runde nochmal von Aumann, aber das sind halt alles Einzelperformances. Die können sich nicht immer auf ihre Akteure verlassen. Und wir müssen auch mal überlegen, was Eigenes zu machen. Gute Hälfte von Renegades haben sich nochmal gefangen, nachdem sie am Anfang relativ viele Runden verloren haben. Jetzt sind sie mit 3 Punkten vorne und können selber auf der T-Seite gucken, ob sie Inferno an sich reißen oder ob Vici jetzt auf der CT-Seite wieder Kontrolle bekommt. Versuche mich gerade an das Astralis-Match zu erinnern. Aber mir fällt um Gottes Willen doch, Vici hat als CT angefangen und eine relativ gute Hälfte gespielt. Gerade Freeman auf dem A-Spot war mega stark. Und Case an der AWP hat, glaube ich, auch die ein oder anderen Impacts geholt. Ist natürlich bei so viel CS am Tag immer schwierig, sich an die einzelnen Matches sich zurückzuerinnern. Wettquoten klar bei Renegades, sie sind hier klarer Favorit. Geht's rein in die zweite Hälfte, nächste Pistolrunde. Renegades jetzt als Team mit 3x Rüstung, 2 Nate Sets bei ACR und Lias. Mit 4x Rüstung, Kit und Flash. Aumann, geht er Richtung Tapsenboost oder bleibt er erstmal Def? Er bleibt erstmal stehen. Und hier wartet man einfach gespannt auf diesen Go. So, geht's hier runter mit einer Flash rum, verpasst den Spieler knapp. Zieht sich zurück. Baseball soll wohl das Ziel sein. Zumindest will man das dem Gegner erstmal Glauben schenken. Die bleiben bisher noch zu dritt auf A. Noch kaufen sie es nicht ab. Jetzt spätestens mit diesem Nate sollte der Verschieber Nummer 1 rüberkommen. Da wird komplett rübergeschoben. Man geht den Gamble ein, auf B zu gehen. Aber es ist auch richtig, denn es kommt gerade Richtung B. Decke mit dem Opening. Aumann muss sich zurückziehen. Spot gehört den Australien. Die Chinesen müssen versuchen zu retaken. Perfekten Posit, aber auch mal. Long Range USP natürlich tödlich. Shocking auch noch in Reim. ACR Close Range kann nur einen rausnehmen. Wird getradet. 2 gegen 3 Überzahl und JKS. Was für ein Doppel-Headshot. Unglaublich. Schöne Schüsse hier von JKS und damit ist auch mal im 1 gegen 2. Tappt einmal, wird gedoppelt piekt und Renegades holt die Runde. Die Runde geht auf JKS Nacken. Was für eine Doppelschelle. Einmal Highlight bitte, liebe ESL. Denn das waren richtig geile Schüsse. Das muss Vici erstmal verkraften. Da hatten sie gerade Hoffnung geschöpft, dass die Runde möglich ist. Und dann kommt vielleicht erst mit so 2 Schellen um die Ecke. Jetzt müssen sie selber in den Force bei. Müssen nicht, aber entscheiden sich dazu. Vielleicht haben sich alle Teams abgesprochen hier vor dem UPS Playoffs. Hey, wenn du jetzt hier die Piste willst, dann forcen wir alle heute. Ich bin eher seltener gesehen. ACR räumt jetzt hier auf, UMP gegen die Pistolen im Vorteil. Und damit 1-4 gegen 2. Geht schnell aus dem Haus raus. Freeman mit der Fliege nicht erfolgreich. Da kommt kein einziger Kill zustande. Case kann auch noch einen rausnehmen. Advent.
Ist alleine gegen 3, da kann das Team ruhig ein bisschen buffern. Da verpassen wir erstmal nichts. Advent rennt dann auch weg, um nächste Runde nochmal das Equipment spielen zu können. Sie müssen ja nochmal sparen. Und haben dann in Runde Nummer 4 halt einen ordentlichen bei. Das ist halt die Philosophie, dass man in der dritten Runde nicht kaufen möchte. Wenn man da nicht viele Nades hat oder auch nur Famas spielen muss, wenn man jetzt hier Forcebite, hat man halt die Chance auf die Runde sofort. Und wenn nicht, dann spart man halt noch einen und hat dann einen besseren bei. Kann man sehen, wie man will. Am Ende führt Renegades mit 11 zu 6. Und Vici muss in die Eco. Ein bisschen Geld hat man, man könnte die eine oder andere Pistole, die eine oder andere Flash kaufen. Wenn man komplett spart, hat man halt volles Nades in der nächsten Runde. Richtung Banane geht's los. Kontrolle eingenommen. Vici kämpft da nicht dagegen, steht defensiv, hat sich 4 Pistolen geholt, eine ja gesaved. Nur Aumann hier alleine. Okay, Advent, geht mal kurz mit dir stressen, sagt mal, hey, ich bin hier. Aber natürlich Vici Gaming mit dem 4-Mann B-Stack. Der ist noch mal unbekannt bisher, ja, will die Info haben. Bietet sich hier an. Sagt, ey, piekt mich doch mal. Sagt mir doch mal, ob er jemand ist von euch. Jetzt hier alleine vor, Winkel für Winkel wird er gecheckt. Oben, unten, hinterm Brunnen, da hat er den ersten. Da kommt man durch den Smoke. Aber man geht halt einzeln pieken. So ein Stack sollte man immer zusammenschießen. Jetzt hat man bei A schon den Raum eingenommen, kann die Bombe gleich legen und AZA kann noch ein bisschen Frags fahren. Den zack, zack, Headshot, Headshot. Und dann ist es AZA mit dem Mac-10 Ace. Easy, easy, die Eco aufgeräumt von Vici Gaming. 12 zu 6. Vici braucht jetzt mal eine Antwort. Die müssen jetzt mal dominant die Runde gewinnen. Nehmen wir nochmal die 5 Kills. Nummer 1, Nummer 2. Der zweite war zu simpel. Den hört er natürlich ansteppen. Den bekommt er auch geschenkt. Der war geil. Und das ist dann Pflichtaufgabe gegen die USB. Damit auch die Tactical Timeout von Renegades tatsächlich. Die wollen verhindern, dass Vici jetzt hier an eine Runde kommt. Die wollen das einfach nur schnell hinter sich bringen. Hier dieses Lower Bracket Halbfinale. Wer das verliert, ist raus aus dem Turnier. Ich glaube, der Verlierer hiervon spielt gegen Astralis oder Hellraisers. Nochmal der Ball. 4 im 4 seiner WP in Händen von Case. Der aimt hier lang an. Jacob, warte, dass diese Pops recht zieht rum. Case komplett blind, kommt nicht um die Ecke. Keine Chance. Und daher kommt er mit guten Bunnyhop-Moves noch weg. Baumann will verschieben, aber schafft es nicht mehr zu helfen. Ist zu spät, wird schon abgeaimt. Doppel-Entry für Renegades. Jetzt geht's hier über die CT-Base einmal Richtung B, Richtung Advent. Dann macht sich nochmal mit einem Flash- und Smoke-Play ein bisschen Raum. Geht jetzt Richtung Construction. Aber dort wurde auch abgesmoked. Sie lassen sich gegenseitig vom und auf den Spot. JKS ist halt noch am Lurken. Findet Choking. Wird es noch unterstützt von seinem Teammate. Und das ist zu einfach. Vici Gaming findet hier Kontrolle wie gegen Astral. Und so kann es halt manchmal sein. Counter-Strike ist nicht nur ein Numbers-Game. Sondern man muss halt wissen, was hier abgeht. Nächste Eco von Vici. Renegades kann ich auf 14 erhöhen und kann das Ding dann ganz schnell beenden hier, Map Nummer 1.
verarscht, rest hier eine Banane. Deine Mates im Haus aufbauen, hat er ja jeden Train, aber wird weggeholt. Ja? Schönes Setup da von Vici. 3 gegen 1 natürlich unfair, man hat hier den Frame. Oh, 5-7 holt keinen, weil Jacob einfach mal mit der AK durchzieht und den Doppel holt. Will noch schaden. Will noch gucken, dass mir ein paar Flex holt. Aber das macht das alles keinen Sinn, was mir macht. Wir finden auch mal den Headshot von mir, zieht sich jetzt aber zurück. Der Lil kann man ja durchaus spielen in der nächsten Runde. Hat den Frack gegen JKS. So, 3 Exits, gar nicht schlecht. Muss jetzt allerdings nachladen, dann kommt nämlich schon ein Bananenspieler und der schleicht. Zu laut, easy Frack für JKS. 4K, Jacob ist jetzt mittlerweile auf 19 zu 10 hoch. Und Energy. Nicht Energy, RNG. Das Wort, was man als Spieler nicht gerne hört, RNG. Ist aber nur die Abkürzung für die Renegades und die nehmen jetzt nochmal eine Timeout, um nochmal sicherzustellen. Also normalerweise kenne ich das von den Verlieren den Team gerade, dass sie da eine Timeout nehmen, um nochmal Anschluss zu finden. Jetzt meckert hier gerade YouTube rum. Dann werde ich doch mal kurz den Refresh reinhauen und hoffen, dass es dann wieder sich auslädt. Und wir jetzt nicht auf den GoTV müssen, da sind wir nochmal ein paar Sekunden weiter hinten, aber es sieht wieder gut aus und deswegen wechseln wir wieder drauf, haben nichts verpasst und hoffen mal, dass es jetzt dabei bleibt und jetzt nicht gleich wieder an derselben Stelle hängen bleibt. Ja, das ist bitter. Das ist dieselbe Stelle, wo es eben hing. Da muss ich gleich mal den Admins Bescheid sagen. Ich hoffe mal, dass es nicht an mir liegt, sondern am Feed. Ich schaue mal nebenbei auf den GoTV. Den 7, ja, es ruckelt sich einfach nur hier so ran. Ja, jetzt sind wir natürlich mitten in der Runde. Ich hoffe, dass es jetzt geht. Ja, mal schauen. Wir haben hier schon die ersten Opening Frags verpasst. Ja, wir sind trotzdem noch live in der Runde. Freeman hat vorhin gegen Astralis richtig stark gehalten in Asmod. Was kann er hier gegen Renegade machen? 4 Mann kommen da, den ersten holt er. Den zweiten auch wird dann getradet. Oh Mann, nochmal mit einem, da muss er den zweiten machen, jawohl, oh Mann, mit einem Doppel und da kommt Vici endlich nochmal eine Runde. Die Timeout von Renegades hat ihn also nicht geholfen, um mir sicherzustellen, auf 15 zu erhöhen. Vici verschafft sich nochmal einen kleinen Hoffnungsfunken, hier in den Comeback zu kommen. Der Mittelplay. Renegades will das jetzt einfach erzwingen. Mit brachialer Gewalt geht es jetzt hier wieder mit 3-4 Mann lang. Bombe ist auch mit dabei. Also es ist tatsächlich 5 Mann lang, wenn sie hier alle durchziehen. Haben jetzt schon die Arch eingenommen. Vici geht wieder auf den 3-Mann B-Gamble. Verschieben jetzt schon hier rein. Der hat das Timing. Holt den ersten. Bleibt hier aber stehen und wird deswegen getradet. Kommt da nicht mehr weg aus der Position. Und das ist natürlich eine Riesenlücke. Guckt euch die Minimap an. 2 Banane aggressiv. 2 Yamaha-Spot. Renegades hat komplette Kontrolle über die CD-Base oder lang. Advent findet er auf JKS, aber JKM kann tracken. 3 gegen 3. Runde immer noch offen. Renegades weiß einfach nicht, wo sie die Spieler jetzt hier finden können. Man geht jetzt auf den Gamble, die beiden B-Spieler aggressiv zu schicken. Genau in dem Moment, als ich das ausspreche, gehen sie wieder zurück. Und das scheint auch der richtige Call zu sein, denn die Bombe orientiert sich gerade Richtung B. Was hat man noch an Nades? Man hat noch 2 Smokes bei Renegades, kann die Banane absmoken. Vielleicht die Construction rein. Jetzt kommt die Smoke Richtung Banane, Molotov Richtung Y. Man hat also die richtige Idee.
Oh man, hat doch einen Molotow. Wenn er den richtig umbringt, nein, die Bombe wird links gelegt. Da muss er sich den Molotow aufheben. Und warten, bis seine Teammates da sind. Alle drei kommen über die Banane. Man hat noch drei Flashes, einen Molotow. Oh, Molotow Richtung Y. Die stehen aber alle hinten in Construction. Alle relativ weit hinten. Etwa da mit dem Opening. Great Faction, AWP. Die Position kennt er ja mittlerweile schon. Jacob und Hermann raus. Advent muss es klatschen. One-on-one gegen Jacob. Tappt die Bombe einmal an. Er zieht einfach durch. Und das sieht Jacob. Dreister Versuch von Advent hier einfach auf den Full Diffuse zu gehen. Pros never fake. Aber davon ist Advent wohl noch weit von entfernt, hier so viel Respekt am Gegner auszulösen, dass man ihm den Fake nicht abkauft. 15 zu 7, 8 Map-Punkte für Renegades. Kauft nochmal alles rein, was ihr euch leisten könnt. Doppel-UMP, AUG, Max 7 und Choking mit der zappelnden 5-7. Okay, ist aggressiv am Haus, guter Winkel, schöner Headshot. Ja, guckt natürlich, schließt aus, dass da noch jemand steht. Choking darf sich dadurch die AK schnappen. Könnte dann seine 5-7 durchaus noch in den Case geben, der gerade ihm die Waffe rausgeschossen hat. Also Knochenregel auch hier stark in den EPL-Finals, in den Playoffs, Lower Bracket. Für ein Team heißt es hier gleich Feierabend für diese Saison. Satisfaction sieht den Arm, schießt den an, nimmt dann die P250 raus, KS kann nochmal traden, wird aber von JKS weggeholt. Jetzt muss Choking rumschieben, ACA ja, mit dem Trade mit Aumann. 2 gegen 2, Bombe noch weit hinten, 40 Sekunden, Aumann und Choking haben jetzt beide eine AK. Und Choking bleibt einfach versteckt. Wartet lange, Lias checkt alle Ecken, knautsch um die Ecke, aber hat nur ein ADP-Check in die Ecke gemacht und jetzt Choking noch mit viel Schaden, JKS am 1 gegen 2. Molotov kommt raus, JKS, sieht er den Kopf da, jawohl, Headshot jetzt gegen Aumann. Da weiß, wo der Letzte ist, aber Choking. Ganz stark, holt ihm nochmal 2 Kills. Nochmal eine 8. Runde für Vici Gaming, das wäre das gleiche Ergebnis wie gegen Astralis. Aber noch ist es nicht vorbei. Noch haben sie Hoffnung. Sie müssen nochmal einen Ball überstehen von Renegades. Wenn sie den gewinnen, dann haben sie sie in der Eco. Ich würde gerne nochmal, dass das der Map-Pick von Vici Gaming ist. Die haben sich das ausgesucht. Die wollten hier auf Inferno spielen, aber... sehen sie das aus. Der Map-Pick nicht der richtige war. Joker akzeptiert sein Schicksal, hier eine Nade zu fressen. Genauso wie Case, beide jetzt ungefähr 40, 60 Schaden genommen. Und die feiert sich ganz kurz, wer hier raus kennt. Und Vici baut sich mit. Naja, 2,5 B, 2,5 A. Also der Spieler da an der Arch kann sich noch nicht so ganz entscheiden, wo er denn hin soll. Weil wenn ich jetzt einfach keine Infos gerade gibt, wo sie sich aufhalten, außer dein Hausspieler, dann geht das aber Richtung Mitte und da stand Choking. Und wieder den Opening. Queso JKS sieht gut aus für Vici, dass sie hier nochmal ein bisschen ein paar Runden farmen können. Bisschen Ergebniskosmetik. Und so in 4-5 Runden könnte es dann doch nochmal knapp werden. B geht es mit den verbleibenden drei Mann. Oh Mann, oben wird aber gepiefeilt. Great Faction mit dem Frag. Niemand am Baseboard, um das aufzuhalten. Man muss in den Retake, hat aber immer noch einen Mann überzahlt. Das war die letzte Smoke von Renegade. Danach muss ich auf Contact gehen. Choking von oben holt ein. Great Faction hält einmal die Smoke rein. Ah, findet hier sogar Case. Jacob in der Banane. Muss jetzt arbeiten. Muss Great Faction raum. Verschieben, das macht das Barbecue Faction, ist jetzt im 1 gegen 2.
Geht auf die AWP. Oh, schöner, schneller. Pflegt, geht, Advent aggressiv und Gratisfaction. Verschießt zum ersten Mal, dass ich es zumindest live mitbekomme. Und Vici rettet. Oh mein Gott, der hat kein Kit. Yeah, jetzt wurde aber nochmal knapp. Rettet sich trotzdem zur nächsten Runde, kann die AWP safen. Und Renegades durch den Ball, trotzdem eher in der Eco. 10 Runden sind möglich. Double Digits kann man sich hier verdienen auf Inferno. Dann schauen, was man noch anderes erreichen kann. Aber ich denke, Renegades mit voller Konzentration wollen sie das Ding hier dann doch noch irgendwann durchziehen. Jetzt haben sie noch ein paar Runden, wo sie probieren können, wo sie neue Taktiken vielleicht testen können. Aber eigentlich will man ja den Gegner überraschen mit neuen Taktiken, wenn es eng wird. Und noch ist es lange nicht eng. Sechs Runden bis zur Overtime für Vici Gaming. Und Renegades forced rein. 3 AKs, 2 CZs. Die wollen es jetzt schnell beenden. Advent hier mit 8 zu 19 auf Bottom Fragger. Aber viele von Vici Gaming nicht ordentlich in Frags dabei. Auch Case eher enttäuscht mit 10 zu 20, aber klar. Renegades ist hier der Favorit. Die haben das hier stark runtergespielt bis hierhin. Und jetzt fängt Vici halt ein bisschen zu spät an, auf der CT Kontrolle zu bekommen. Und für Renegades geht es dann wieder Richtung A. Viele Mann in dem Haus, Smoke. Ein schönes Setup einer oben, einer unten. Und ordentlich aufgerollt auf Short. JKS kann nochmal doppelt holen, wird aber auch getradet. Und dann ist es eben, ja, leider das Messer an der Hand, kann es nicht mehr in den Mann bringen. Und Advent gönnt sich nochmal einen 9. Frag zum 15 zu 10. Also Double Digits, schon mal respektables Ergebnis. Und da Renegades gerade reingeforst haben, müssen sie jetzt auch in die Eco. Und dann sieht es so aus, als ob Vici Gaming es vielleicht nochmal knapp machen kann. Hier der Underdog, nicht nur gegen Astralis sich gut präsentiert, sondern jetzt auch gegen Renegades nochmal mit einem kleinen Hoffnungsschuss. JKS, Opening Headshot gegen Freeman, das sollte man natürlich nicht erlauben. Dass jetzt hier die Eco die Runde holt, das wäre natürlich wahnsinnig bitter für Vici. Choking mit 1 Million Cent zuckt hier ordentlich rum. Hat hier wieder 2 Frags gefunden. Wieder die Überzahl für Vici Gaming. ACR ist auch schon low. 4 gegen 3. Sollte, müsste die Runde sein für Vici Gaming. Ich irgendwie gerade das Faction jetzt ein paar Deagle-Schellen rausholt. Man steht schön def. Man hat 2 gute Winkel auf dem A-Spot gewählt. Jetzt noch bei 40 Sekunden ein bisschen Utility, aber jetzt geht's los. Choking hat den ersten Kontakt, kann seinen Mate jetzt eigentlich ranholen, der guckt noch lang. Jetzt dreht er sich um, Case mit dem ersten ACR. Dann hat Choking die Konfidenz, jetzt aggressiv zu gehen, veraimt aber. Greatest Faction mit der Schelle. Und jetzt muss die AWP aufpassen. Nicht fragen lassen, einfach death bleiben, warten bis die Mates da sind. Plant kann man zulassen, das ist okay. Case findet auch Lias, Greatest Faction alleine, 30 HP. Will jetzt in den Molotov rein, schöner fragigen Case. Kommt dann nochmal weg, jetzt zieht man zu zweit einfach rum, geht das Feld nicht viel rum, aber dann ist auch man da. MP-Headshot. Und die 11. Runde für Vici Gaming. Renegades jetzt aber durch den Plant perfekt im Bay. Dann versuchen wir das Ding hier zu beenden. Noch ist Vici Gaming nicht geschlagen. Noch kämpfen sie hier wacker ums Überleben.
Sehr viel Bananenpräsenz von Vici, Doppelnade Richtung Holz, da steht aber keiner. Jacob kommt aber schon ein bisschen early sharp. Aus wird jetzt Young gespielt, JKS mit Jacob und Damen Doppelpack, aber auch das Doppel-Setup von Vici Gaming. Und das ist gemein, das Setup, das ist schwierig zu pre-aim sowas. Und der Renegade sich gerade mit der Bombe auch Richtung A orientiert, kann das gut sein, dass hier die Entries gleich wieder fallen. Wer frisst jetzt hier die Shots? JKS kommt da. Naja, er geht wieder zurück. Also man geht doch nicht ins Haus. Langsam. Und schon nutzt das aus, um hier mit den Entry zu holen. Mit dem Ruf, da haben sie den Nate in der Hand. Glücklich für ACR, dass sie den Frag dann auch bekommen. Wir retten Squirrels Faction gleichzeitig auch das Leben. 4 gegen 4. AP-Vorteil bei Vici. Raus, wieder die Überzahl. Jetzt weiß man, die kommen über CD nach B, wahrscheinlich Banane auch. Einer hat hier vollen Fokus. Smoke dann nochmal ab, wartet. Oh Mann, Edwin mit einem. Oh Mann, lässt sich aber auch kostenlos rausnehmen. 3 gegen 2, wieder warten. Edwin wartet auf seine Mates, man will wieder die Überzahl ausnutzen. Und dann müssen es Greatest Faction und JK reißen, aber Freeman findet Greatest Faction. 1 gegen 3, JKS, kann er hier zum Helden für sein Team werden? Um das endlich zu beenden, oder müssen sie noch mal ein bisschen zittern? Molotov, bitte, der Gäste, der muss raus, holt einen und fast den zweiten, aber Freeman ist da mit dem Kill. Diesmal hat man Kit, diesmal wird es nicht so knapp. Und dann hat man sich die 12. Runde erkämpft. Wie gesagt, wird sie blind. Nochmal in beide Renegades. Also weiter zittern für Vici Gaming. Das ist anstrengend, Runde für Runde mit der Niederlage im Rücken sich hier zurückzukämpfen. Aber auch Renegades merkt so langsam, wie sie hier keine Antwort finden, die Runde einfach zu gewinnen. Kommt immer wieder an den Plant, aber finden. Timeout Renegade. Das ist ihre letzte. Wenn die in die Overtime müssen, haben sie keine Möglichkeit mehr, sich zu besprechen. Und deswegen nehmen sie die Timeout halt jetzt, um zu verhindern, dass sie in die Overtime müssen. Sie haben maximal einen Loser-Bonus. Solange sie planten, können sie immer wieder reinkaufen. Ohne Plant müssen sie halt jetzt sogar trotzdem nochmal sparen. Wegen Minimalziel Plant, Maximalziel Runde gewinnen. Auch die können wir Vici Gaming so. Also wenn man die Runde schon verliert, dann wenigstens ein paar Fracks mitnehmen, dass sie wieder nicht vollkaufen können. Wir sehen es bei Freeman. Kein Molotov, keine Flash. Aber alle mit Rüstung, Helm, Kits und Hauptwaffen. Wieder das Zweimann-Haus-Setup. Wieder sind Jacob und JKS in der Nähe. Ist die Frage, ob sie diesmal da reinpieken. Wir können auf jeden Fall da ausgeschlossen. Jetzt kriegen sie hier zu zweit und bekommen keinen einzigen. Das ist der Go. Renegades. Perfektes Counterplay, aber dann ist Choking da mit dem Doppeltrade. Da war diese gerade feiern, dass sie jetzt ja nicht Überzahl haben und schon ist sie weg. Edwin, die Klaute, die Klaute wird gut geflasht. Winslet hier rein. Komplette Verwirrung. Keiner findet den anderen. Edwin überlebt das, aber nur kurz. Greatest Faction findet ihn. Finde ich dich, frag ich dich, in der Smoke wird da gespielt. Und jetzt ist es die Unterzahl für Vici Gaming. Können sie es klatschen? Choking. Mit dem Belgian Greatest Faction gewinnt er schon mal. Aber Laumann lässt sich kostenlos rausnehmen. 13 AP bei Choking. 3 Frags hat er schon. Er braucht den Ace-Klatsch. Molotov Richtung Dunkel. Der Spieler kommt raus. Der Headshot setzt. Und dann ist es Lias mit dem Frag. GG, well played. Renegades. Choked ein bisschen. Aber kann es am Ende 16-12 gewinnen. Gewinnen also den Map-Pick ihrer Kontrahenten. Und da sehe ich mal andere Caster. Interessant. Also es gibt tatsächlich noch andere B-Stream-Caster. Ich bin hier alleine 12 Stunden für euch am Start. Das war die erste von möglichen 3 Maps. Renegade sieht aber so aus, als ob sie das hier 2-0 nach Hause bringen wollen. Wir gehen auf Mirage. Kurze Pause, bis beide Teams wieder ready sind. Dann sehen wir. Wird es ein 2-0 oder sehen wir heute noch Train zwischen den beiden Teams? Bleibt dran und wir sehen uns gleich wieder.